Ja, ist kalt, ne? Winterlich, würde ich sagen. An der Stelle natürlich auch für die Leute von YouTube. Hallo und herzlich willkommen zurück. Inzwischen weiß ich auch, wie ich geschnitten habe. Es ist eine neue Folge. Der Schnitt ist nicht mittendrin. Ach gut, ja. Ich vergaß. Wir müssen ja immer kämpfen. Ich habe schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch zum 6. Arena-Orden. Dankeschön. Wusstest du, dass nicht mal 10% aller Herausforderer es so weit schaffen? Dann geben die aber schnell auf. Lass mich raten, sie will kämpfen. Aber es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Cool. Endlich bin ich mal eine Minderheit und kann mich gegen Mobbing auflehnen. Toll. Keine Ursache, im Gegenteil. Ich muss mich bei dir bedanken. Weil ich ständig ihren Scheiß mitmache und gefühlt alle 5 Minuten gegen sie kämpfen muss. Also, wie wär's mit einer Aufwärmübung, bevor du dich an der Arena versuchst? Na los, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Wo war jetzt die Option, dass ich Nein sagen könnte? Weißt du, sie fragt und es wird einfach so, ja, das machen wir jetzt. Ich wollte gerade eigentlich lieber erst die Arena machen und das war's. Kein Bock. Tada, hier werden wir kämpfen. Yay. So sieht das Gelände hier aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Nur mal kurz am Rande. Sie hat den Champ-Rang ja schon inne. Das heißt, sie muss ja schon mal alle 8 Arenen geschafft haben. Irgendwann in, ich vermute, nicht allzu weiter Vergangenheit. Und jetzt wundert sie sich, wie es hier ausschaut. Das ist... Hat sie wirklich den Champ-Rang oder verarscht sie uns? Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil sich das nämlich unter anderem auf die Standfestigkeit der Pokémon auswirken kann. Davon habe ich noch nie was gemerkt. Aber okay, sorry, dass ich dich einfach mitgezerrt habe, aber Aufwärmübungen können die schaden. Mhm. Also dann, der Kampf ist das Ziel. Nein, der Sieg ist das Ziel. Wie immer. Ganz klar siegen. Genau. Straff deinen Handschuh nochmal. Mach dich auf eine Niederlage gefasst. So, mit dem hat man das letzte Mal gestruggelt. Aber ich meine mit den Feuerattacken. Und jetzt sehen wir ja, was gut ist, ne? Dann wollen wir mal sehen, mit welchem Können du dir 6 Arena-Orden erkämpft hast. Seit unserem letzten Kampf ist wirklich nur eine Arena dazugekommen. Also so viel hat sich da, glaube ich, nicht getan. So, der Spuckball ist effektiv. Wir rotzen den jetzt einfach mal an. Und hoffentlich auch weg. Ich sag das in letzter Zeit ziemlich oft mit dem Wegrotz. Was? Dann trifft der nicht mal. Ja, hast ja recht. Lass hier schön die Fresse polieren. Okay, kein One-Hit. Enttäuschend. Lass mich raten, wieder daneben. Och nein, ich hasse Sandwirbel, wirklich. Das ist so eine unmögliche Attacke einfach. Richtig ätzend ist es, wenn du so gefühlt Level 100 und dann kommt ein wildes Taubsi und du triffst ihn einfach nicht mehr. Weißt du, easy One-Hit mit Tackle oder sonst was. Aber daneben, 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 das war in den alten Editionen richtig schlimm. Gott, habe ich mich da jedes Mal aufgeregt. Jetzt könnte ich mich schon wieder aufregen. Wir haben das letzte Mal schon mal gekämpft, da war es noch nicht entwickelt. Ich glaube, auch da war Spukball effektiv. Ich bin mir halt überhaupt nicht mehr sicher. Ja, okay, nee. Ich kämpfe halt einfach drauf los, weil es eigentlich immer funktioniert. Traurig, aber wahr. Mann, ich wollte hier entspannt mit der Arena starten. Jetzt schon wieder so ein Müll. Schuss. Dann muss ich auch schon wieder ins Pokémon Center. Hier hat man auch nie wirklich einfach mal 5 Minuten seine Ruhe. So von wegen einfach mal die Landschaft genießen. Irgendwo an der Klippe den Sonnenuntergang. Ist einfach nicht. So, weißt du was? Das Bärchen fackeln wir einfach ab. Genauigkeit weg. Paralysie. Och komm, leck mich doch. Das Spiel ist gefühlt mega parteiisch einfach gegen mich. Ich wollte auch noch einkaufen. Schlecht. Weißt du was? Ich kämpfe einfach mal mit der Paralyse weiter. Was soll schon passieren? Es sind nur noch 2 Gegner, also...
Das sollten wir, denke ich, hinbekommen. Zumal der zweite Gegner einfach Typ Pflanze ist und eigentlich jetzt schon verloren hat. Selbst als terrakristallisiertes Pokémon können wir es einfach one-hitten. Andererseits, der Level hat sich ein bisschen geändert. Vielleicht reicht es nicht mehr ganz für einen One-Hit, aber auf jeden Fall annähernd. Oh, ich liebe diesen Nervenkitzel, aber der Kampf ist erst vorbei, wenn er vorbei ist. Hm? Opfere ruhig weiter deine Pokémon. Ich habe da kein Problem mit. So, pass mal auf, hier. Mach, was du willst. Oh, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Leuchte, Terrakristallorb. Mach doch. Ganz ehrlich, mach einfach. Aber nerv mich nicht damit. Im Endeffekt, mich kostet das einfach nur Zeit, wenn sie das macht. Weil ich mir jetzt diese wunderschöne Animation mit anschauen muss. Obwohl ich schon längst hätte gewinnen können. Mach dich auf eine Tacke gefasst, für die wir lang und hart trainiert haben. Was denn, willst du meine Hecke schneiden? Okay. Ich hab ihren Samen auf den Kopf bekommen. Was sich wirklich nicht gut anhört. Autsch, das hat gesessen. Dafür werden wir uns revanchieren. Versuch's doch. Beim nächsten Mal. Und beim übernächsten Mal dann auch wieder. Die muss auch inzwischen so frustriert sein von ihren ganzen... Oh, das gibt eine Revanche, wo sie ja trotzdem wieder übelst reinscheißt. Ich weiß nicht. Ja, jetzt tu nicht überrascht. Oh, ich wusste es. Du bist genau der Richtige. Ich habe Angst, dass sie heute Abend in der Akademie einfach so vor meiner Zimmertür steht und wartet. So, da haben wir noch eine wunderschöne kleine Entwicklung. Auch sehr, sehr cool. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal wieder eine Belohnung vom Pokédex. Und das ganz ohne halt jetzt wirklich drauf zu achten, dass wir Pokémon fangen. Wir haben ja noch ein paar Entwicklungen vor uns. Oh, wobei Stahlflügel ist geil. Was wollte ich denn sagen? Achso, ja genau, wir haben ja noch ein paar Entwicklungen vor uns. Also wir werden schon noch die eine oder andere Belohnung bekommen. Aber ich glaube, Pokédex-Vervollständigung, das mache ich wirklich erst irgendwann mal so für mich privat. Weil das dauert Stunden. Tja, dieser Sieg geht, so wie jeder andere eben auch, an dich. Du wirst wirklich immer stärker. Oder du halt immer schwächer. Ja, jetzt ist es soweit. Du und deine Pokémon habt euch aufgewärmt und seid perfekt vorbereitet. Nee, ich muss jetzt wegen dir, Truller, wirklich nochmal ins Pokémon-Center. Drei Top-Tränke, toll. Toll. Bis zum Champ-Rang fehlt nicht mehr viel. Gib bei den letzten zwei Orden nochmal richtig Gas. Ich bring dich noch schnell zum Empfang zurück. Jetzt, wo ich eigentlich nochmal raus muss. Och, komm. Na gut, ich habe Zeit. Ich kann einfach den Heiler benutzen. Vielleicht habe ich auch einen Paraheiler dabei. Zufällig mal wieder. Nee, aber ich habe Hyperheiler. Ach so. So ein Ding ist das. Dann habe ich mich nicht beschwert. Moin. Willkommen in der Arena von Frigomonta. Hallo. Lass mich dich zuallererst. Ja, wie immer. Erstmal registrieren. Impfnachweis vorlegen. Zum Glück haben wir keine Maskenpflicht mehr, weil da hört man die Attackenrufe so schlecht. Bevor du dich mit Arenaleiterin Etta messen kannst, musst du die Arenaprüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, die heutige Show zu eröffnen. Das Vorprogramm liegt ganz in deiner Hand. Lass mich raten, ich muss kämpfen. Im Klartext heißt das, begeistere das Publikum mit spannenden Pokémon-Kämpfen, bevor das Konzert der Arenaleiterin anfängt. Sprich einfach mit dem MC vor der Bühne, um die Arenaprüfung zu beginnen. Viel Erfolg! Dankeschön. Es war ja klar, dass wir kämpfen müssen. Nicht, dass ich was dagegen hätte, weil auch wir müssen halt irgendwie immer noch leveln. Vielleicht müssten wir zwischendrin doch mal den einen oder anderen Terra-Raid machen. Halt für die XP-Bonbons. Okay. Das ist Conchita-Wurst. Okay. MC Rapper. Oh. Ich glaube, das ist so in etwa der schlechteste Wortwitz, den ich je gelesen habe. Na, wenn das mal nicht unser heutiges Vorprogramm ist. Man nennt mich MC Rapper und das hinter mir ist unsere Bühne. Also, du wirst für uns ein paar Doppelkämpfe austragen. Das heißt, du trittst mit zwei Pokémon gleichzeitig an. Klar soweit?
liefer uns ein paar richtig krasse Doppelkämpfe und hau das Publikum mit der doppelten Portion Action völlig von den Socken. Wenn du die Stimmung ordentlich angeheizt hast, kommt die Arenaleiterin für ihren großen Auftritt auf die Bühne. Dann weißt du, dass du die Prüfung bestanden hast. Yeah! Sobald du die Bühne betrittst, beginnt die Show. Denk dran, dass du keinen Abgang machen kannst, bevor du 3 Kämpfe hintereinander gewonnen hast. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, mit deiner Arena-Prüfung eine mega Show hinzulegen? Ja. Okay. Das kriegen wir hin. Sauber, keine Zeit zum Proben, also ab auf die Bühne mit dir. Ich hätte jetzt schon gerne nochmal so einen Aufwärmkampf mit Nebila gemacht, aber wenn ich nicht kann, gut. Krasses Publikum, ist wirklich viel los heute. Ich würde sagen, der Kessel kocht. Ladies and Gentlemen, für unsere heutige Eröffnungsnummer, ja, 3 Doppelkämpfe in Folge. Der erste Gegner, der sich dem Herausforderer entgegenstellt, ist ein kleiner Junge. Lächerlich. Der junge Performer Phantomio, klein aber oho, yo. Ein Doppelkampf, das heißt 1 plus 1, ich weiß, wie viel das ergibt. Du auch? 7? Und sowas ist ein Arena-Trainer, weißt du, der müsste eigentlich noch im Kindergarten sein. Beziehungsweise um die Zeit, Sandmann ist vorbei. So, hoffen wir mal, dass das alles halbwegs hinhaut. Ich denke aber eigentlich schon. Hier, weißt du was? Fette Nitro-Ladung in dein Gesicht. Ballert ganz gut rein. Ich weiß gar nicht, wie der Levelunterschied gerade ist. Hätte ich vielleicht vorher mal schauen können. Hätte. Aber wie wir sehen, nicht unbedingt notwendig. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich hasse Schaufel. Dass die immer alles rauszögern müssen. Was ein fetter Kampf, ich hab's nicht gelesen. Ich war gerade noch am Reden, unterbrich mich doch nicht. Weißt du, ich soll hier eine Show liefern und dann lässt er mich nicht mal aussprechen. Richtiger Minusmensch. Ich kann halt gerade einfach absolut nichts machen. So, ich waste mal, weil es sowieso nichts bringt. Ja, warum nicht? Geht daneben. So ein Zufall, weißt du, ich meine, es ist ja auch offensichtlich. Der Hund ist weg. Okay, der Levelunterschied muss relativ groß sein. Level 40. Ich dachte, das ist mehr, weil normalerweise so Bodenattacken sind schon ziemlich effektiv gegen mich, wenn ich das mal so sagen darf. Nice. Hätte was werden können. Nicht, dass das schlimm wäre, aber hätte was werden können. So, der erste Doppelkampf. Ich weiß nicht, ich mag die Doppelkämpfe eigentlich. Haben sie ja, glaube ich, seit der... Ich meine, seit der 3. Generation. In der 2. gab es das noch nicht. Ja, das war ziemlich cool. Die richtige Antwort war 2, ja? Oder hätte ich mehr Pokémon einsetzen müssen? Hättest du machen können. Mein Level hätte sich gefreut, aber sonst wäre der Unterschied, glaube ich, nicht groß. Oh, jetzt sogar mit Bühnenlicht. Geil. Wirklich, der nächste Knips wollte mich verarschen? Ich kann doch nicht nur gegen Kinder kämpfen. Das Publikum jubelt etwas lauter. Ja, sind ja auch 2 Leute dazugekommen. Die Bühnentechnik hier ist hochmodern, yeah? Je höher die Begeisterung des Publikums, desto heller erstrahlt die Bühne. Weiter so, bring die Show so richtig in Fahrt. Fortsetzung folgt. Hier kommt die nächste Gegnerin. Ich werde also trotzdem nach jeder Runde gehalten, dann ist das ja voll egal. Eine Musikerin mit einem ganz speziellen Stil. Dishonor, put your hands up in the air. Das sieht aber mehr ein bisschen nach Country aus. Die Stärken und Schwächen zweier Pokémon harmonieren im Kampf wie die Akkorde einer Melodie. Die wird mir jetzt bestimmt irgendwas von ihrem Weizenfeld vortragen. Will ich mal vorsichtig sagen. Ich weiß ja nicht, ob es Country-Rap gibt. Wobei, wäre eigentlich mal interessant. Gibt's sowas? Aber sie sieht halt eigentlich so gar nicht nach Rap aus. Und das hier ist halt gerade das Motto, weißt du? Ich würde halt sagen, Thema verfehlt. So, Spukball, es ist egal auf was. Es ist halt einfach effektiv. Nitro-Ladung auf das andere.
weil es auch sehr effektiv ist, aber wir sind halt ein bisschen schwächlich unterwegs. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir kriegen das ja trotzdem hin. So, ciao Apollo. Übrigens nach wie vor eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich finde es auch immer noch geiler als Gengar. Was? Hör mal auf damit. Dieser Trainer hat's wohl wirklich in sich. Weiter so, yeah! Yeah. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn gerade denken. Ich habe Fenster offen. Der Banane. Moin! Heißt es nicht das Banane? Ich bin mir unsicher. Wieder vollkommen unnötig eigentlich. Es hätte... Nein, der war... Gut, ich war in Deutsch nie wirklich gut. Also wenn du das sagst, dann glaube ich dir das jetzt einfach. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man das nicht irgendwie so ein bisschen ansagen kann, wer von meinen Pokémon als erstes angreift. Weißt du, das kann ich als Trainer ja eigentlich koordinieren, weil Skelekrok hätte einfach vollkommen ausgereicht. Ich gute Deutsch... Ja, ich habe mir da mal Deutschbuch gekauft, hat auch bloß 5 Geld gekostet, hat wirklich mir gut gehilft. Die Aufregung des Publikums steigt. Yeah! Fette Show, die Menge tobt und die Scheinwerfer strahlen, so wie ich. Wer hätte gedacht, dass er hier so abgeht? Aber weiter im Text, der dritte und letzte Gegner bin ich, Conchita Wurst. Ich bin nicht nur ein Top-Moderator, nein, auch Pokémon-Kämpfe habe ich voll drauf. Jetzt lege ich gleich eine doppelte Performance hin. Weiß, er bricht sich ein Bein und verkauft das einfach als Breakdance. So, ich würde sagen, wir ballern einfach wie immer alles, was wir haben, da rein. Wird schon hinhauen. Ja, das war zu erwarten. Es ist ja nur, ich muss halt auch mit 2 antreten, auch wenn ich es nicht bräuchte. Und wenn ich mir das so anschaue, ich war ja erst ein bisschen skeptisch, ob wir gegen Geist so gut anstehen. Aber ich habe wenig Sorge vor der Arenaleiterin, ganz ehrlich. Außer, dass es peinlich werden könnte. Nice Entscheidung. Zum Glück habe ich es nicht gelesen. Und ich denke, der 8. Orden, Fee, müsste auch dann, müsste, glaube ich, auch ganz gut laufen. Denke ich. Ja. Guck, wieso kann ich nicht einfach sagen, Fiaro, ganz ehrlich, spar dir. Braucht man nicht, weißt du was, mach einfach Heuler, weil es lustig ist. Krass. Wirklich. Ein Glück haben wir das gemacht. Rein strategisch gesehen war das der wichtigste Move in diesem kompletten Kampf. Dass sein nicht ausgeführter Angriff wenigstens ein bisschen schwächer wird. Das ist so doof eigentlich. Und du hast mich ja richtig fertig gemacht. Wie zu erwarten. Und stimmt, ich wollte auch das Granowitz noch ablegen. Na gut, jetzt haben wir 2 zum Ablegen. Passt. Moin, Enteron. So, Fluffluff haben wir dabei. Drasler könnten wir uns mal eben holen. Aber wir brauchen ja noch ein zweites. Muss ich direkt antreten oder kann ich kurz warten? Habe ich noch 2-3 Minuten? Ich muss sagen, wirklich, die Menge tobt. Das Publikum ist ganz außer sich vor Begeisterung. Diese ganzen 10 Leute, die ihren Weg hierher gefunden haben. Boah, abgefahren. Was für ein Wahnsinnskampf. Dein Bart ist aber... Nee, ist er überhaupt nicht. Aber also danke, ja. Aber nee, überhaupt nicht. Ich habe voll die Lücken und das ist... Oh, schrecklich. Aber ich hätte gern einen richtigen Bart. Sowas bekommt man nicht oft zu sehen. Ja. Yo, vielen Dank für die Show. Du hast die Arena-Prüfung mit Bravour bestanden.
Ladies and Gentlemen, ein großer Applaus für Kay Roofer, wenn ich bitten darf. Danke, 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 danke schön. Vielen Dank, danke. Warum sind da Grabsteine? Ey, das sind, glaube ich, Pokémon. Das sind, glaube ich, diese komischen Gruffs, oder wie die heißen? Diese Grabsteinhunde. Die Menge ist krass im Einklang, da kriege ich richtig Gänsehaut. Uah, will ich gar nicht wissen. Sieht so aus, als wäre alles bereit für unser Hauptprogramm. So, und jetzt alle zusammen, der Moment, auf den ihr gewartet habt. Lasst es so richtig krachen, denn hier kommt sie, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele, Etta. Boah, wirklich, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, sie endlich kennenzulernen. Und heute darf ich sie kennenlernen und auch noch mit ihr auf der Bühne. Wow, krass. Schnauze! Ihr seid ja krass drauf. Muss ich das wirklich... Oh Gott. Ich bin bereit, yeah! Die Menge jubelt und schreit, yo! Ist das etwa Neid oder seid ihr gehypt? Das klingt ein bisschen wie Fresh Dumbledore. Aber ist cool. Yeah, wir sind gehypt! Woo, Etta! Das war ein solider Auftakt, Bro. Aber die Show kommt erst richtig in Fahrt mit dem Star am Start. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung, krasse Leistung, danke. Etta wird noch eine Weile Reim raushauen. Gib doch in der Zwischenzeit schon mal am Empfang Bescheid, dass du bestanden hast. Ich gehe erstmal hier Pokémon austauschen. Wir müssen fleißig weiterentwickeln. Und ich kriege eine Belohnung. Geil! 130 Einträge von, ich meine, 400. Das würde noch wirklich lange dauern. Muss nicht unbedingt sein. So, wir können auf jeden Fall das Drasler mitnehmen. Das habe ich ja schon gesehen. Was nehmen wir noch? Ach, wo wir es ja gerade noch davon hatten. Nebulak. Geil. So, Drasler und Nebulak. Passt ja dann eigentlich auch wirklich gut hier zur Arena. So, jetzt muss ich bloß... Ich hasse dieses Suchen. So, hier haben wir Drasler. Da ist Nebulak. Weißt du, ich bin immer so ein bisschen blind auf dem rechten Ohr. Und da finde ich die Pokémon einfach nicht. Das ist richtig schlimm. So, ich gebe mal kurz Bescheid. Während Etta weiter rhymt. Moin, hallo. Ah, deine Eröffnungsnummer war ein voller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Etta, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele, herausfordern? Also Etta würde mir reichen, ich brauche den Rhythmus in ihrer Seele jetzt nicht zwingend, will ich meinen. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Der ist direkt vor der Tür, ich kenne den Weg eigentlich. Trauen die einem wirklich nichts zu? Schade. Yo, yo! Auf dem Kampfplatz gibt jemand einen rhythmischen Sprechgesang zum Besten. Unseren Rap-Battle heute wirst du verlieren. Yo, yo, wir siegen, du endest auf allen Vieren. Spitz die Ohren für meinen Rap-Arena-Leiterin. Ich stehe an der Spitze, ich bin der King. Bumst. Nee, echt nicht. Also wenn es ein was gibt, was ich wirklich nicht kann, dann ist es das. Der King willst du sein? Ha, du bist echt lahm. Deine Rhymes sind nichts als Kinderkram. Ach, ey, warte. Loser wie du können gleich nach Hause gehen. No way, zieh Leine, auf Nimmerwiedersehen. Ich bin Etta, immer härter, immer besser. Meine Rhymes schlagen ein wie Dynamit. Mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Yo. Du hast echt eine Macke, kleiner Möchtegern. Lern lieber rappen und halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein, ich sag nein. Yo. Verloren, neu geboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um 3. Warum nicht um 2? Weil der frühe Vogel fängt den Wurm. Warte, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Bah, nachmittags um 3? Was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Yo.